Ein neuer Tag in Sachen Umzugsvorbereitung. Heute fliegen Bücher raus, beziehungsweise werden brav verpackt. Was mitkommen darf, wird natürlich in Kisten gepackt. Insgesamt habe ich jetzt schon 4 Bücherkisten. Eine steht schon da unten, 2 hier, eine habe ich gerade noch voll gemacht. Das ist hier so eine richtig schön staubige Angelegenheit. Die kommen auch alle noch weg. Wir haben ordentlich aussortiert. Und hier habe ich auch alle Bücher weggenommen und dann können sich meine Belegexemplare und meine selbstgeschriebenen Bücher mehr verteilen. So ist es halt, weil das Ziel ist ja, dass wir hier am Ende noch wohnlich wohnen können. Und das geht natürlich nur, wenn nicht alle Regale auch leer sind. Also die Regale im Arbeitszimmer werden abgebaut. Und hier bleibt es dann schön wohnlich und belebt. Das heutige vegane Experiment ist eine Fertigpizza veganer Natur. Ist mittlerweile schon 3. Wir haben den ganzen Tag hier geputzt, also beziehungsweise diese Bücher da abgeräumt, Kisten gepackt, umgeräumt und so weiter. Verhungern fast. Und das ist jetzt so unser Fast Food, unsere erste vegane Pizza. Ich bin gespannt. Ja, und dann gehen wir heute einkaufen, das erste Mal in einen reinen Bio-Supermarkt. Also wir kaufen sowieso fast nur Bio, allerdings in normalen Supermärkten bisher. Und das wollen wir heute mal machen, weil wir uns da auch eine größere Auswahl an veganen Produkten erhoffen. Und dann ist auch gut für heute. Super anstrengend. Ich bin immer noch völlig fertig. Bei jedem Wort knackt es hier. Glücklicherweise jetzt in 3 Tagen den HNO-Termin. Ich habe auch das Gefühl, es ist noch entzündet und alles. Also irgendwie das mieseste erste Halbjahr aller Zeiten, kann man nur sagen. Aber gut, immerhin bin ich, nein, ich bin nicht, ich ernähre mich vegan. So, man will das ja korrekt ausdrücken. So, es ist Sonntag und weil meine Nachbarn am Wochenende an allen Feiertagen und überhaupt auch laut Party gemacht haben, schäme ich mich nicht, den Akkubohrer rauszuholen. Ich werde mal gucken, dass ich heute die Regale hier abnehme. Und dann hatte ich hier noch so 2 Löcher unter meinen Monitoren. Da war früher ein MagSafe-Ladegerät dran. Und da würde ich gern irgendwie das hier anbringen, um da mein Handy dran zu tun als Handyhalter. Weil wenn ich da schon 2 Löcher habe, warum nicht? Und meine Idee ist jetzt, dass ich ein Holz, also aus den übrig gebliebenen Regalen, mir ein Stück Holz rausnehme und das hier vorschraube und den darunter einfach einklemme. Das ist jetzt die grandiose Idee. Wenn es schief geht, habe ich ja nichts weiter kaputt gemacht. Und wenn es geht, dann habe ich endlich einen coolen Handyhalter, weil das Ding steht hier halt immer nur so rum. Das nervt mich eigentlich und fällt auch ständig um. Das ist also Projekt Sonntag. Man muss zu diesem Fiasko sagen, das haben wir nach unserem Einzug angebracht und per Hand. Und wie ihr seht, war diese Wand eigentlich nicht dazu geeignet, in dieser Weise zu bohren. Oh mein Gott, das war so eine Hölle, ich erinnere mich noch daran. Das wird man jetzt nicht wieder richtig schön hinkriegen. Ich werde mein Bestes geben. Ich hatte ja diesen Farbton, die Wandfarbe haben wir nicht, die ist vom Vormieter. Mehr so nachgefaked, weil ich ja schon mal hier die Regale auch schon abgenommen habe. Und das sieht man zwar immer noch, aber nicht so schlimm. Ich hoffe, das geht jetzt so leidlich. Es muss dann ja bei Auszug eh weiß übergestrichen werden, aber das wird jetzt nicht hübsch. Ich dachte, ich kriege hier Brot zu sehen. Im Backofen. Aber da sieht man ja auch nichts. Nee. Verdammt. Wolltest du es so klein? Die werden halt manchmal so klein. Ich meine, da könnte man... Schämst du dich für dein kleines Brot? Da könnte man halt durchaus auch mal ein bisschen mehr das Rezept dahingehend verändern. Ja, wenn man das jetzt weiß, erst müssen wir rausfinden, ob es schmeckt. Aber es ist ja an sich ein... Vorsicht, heiß. Schön sieht das aus. Ja. So, ein paar Stunden später ist alles Holz irgendwohin verstaut. Kurz aufräumen.
Und das Brot ist fertig und mein Kuchen ist fertig, ein veganer Möhrenkuchen. Da muss ich dann hinterher noch Zuckerguss drauf tun. Denn morgen gibt es das offiziell erste Wildnisfamilientreffen. Hier ist es ein bisschen laut wegen der Waschmaschine. Das ist der Möhrenkuchen. Und hier habe ich mir schon mal vorbereitet meinen Versuch mit der Handyhalterung. Ich muss noch mal gucken, ob das Sinn hat, aber naja, mal schauen. Das werde ich jetzt hier irgendwie noch ordentlich abfeilen. Dann muss ich mir überlegen, ob ich das noch anmale oder ob ich damit so lebe. Muss ich mal gucken. Aber der Sonntag ist ja auch ein Back- und Kochtag. Das heißt, als nächstes muss ich erstmal diese Brokkoli-Cremesuppe kochen. Ich habe auch unfassbaren Hunger. Fange ich jetzt direkt mit an. Okay, Klappe da hinten. Also dieser Kuchen ist gelungen und schmeckt sehr lecker. Dann habe ich hier mein komisches Holzstück mit meiner Farbe, die ich angemischt hatte, angemalt. Also das ist leider, wird man trotzdem Unterschied sehen, weil das hier war eine Latexfarbe, die glänzt also. Und das hier ist matt und die habe ich ja auch nur annähernd ähnlich nachgemischt. Aber immerhin besser, als wenn da nur so ein Holzflock an der Wand ist. Bin ich ja mal gespannt, ob das nachher funktioniert. Übrigens mal mein Fazit jetzt nach einer Woche vegan, veganer Kaffee, beziehungsweise vegane Milch so mit Kaffee. Wir sind tatsächlich sehr überrascht gewesen. Also nicht darüber, dass uns das geschmeckt hat, weil das ist ja letzten Endes, man kann aus allem tolle Sachen machen, dafür braucht man weder Fleisch noch Ei. Aber dass es uns so leicht gefallen ist und auch so Spaß macht. Also es ist tatsächlich, es gibt nur ganz wenige Sachen, wo es uns irgendwie nervt. Also wie beim Kaffee zum Beispiel, weil es einfach ohne echte Milch kein Kaffee, Punkt. Aber im Alltag, also praktisch jedes Rezept, was wir jetzt letzte Woche gekocht haben, sowohl mittags als auch abends, hat uns so gut geschmeckt, dass wir das wieder kochen würden. Und so eine Trefferquote über 7 Tagen ist schon, also wirklich nicht schlecht. Und wir waren auch hardcore. Also wir haben tatsächlich auch, wir sind ja, einmal waren wir spazieren und da wollten wir ein Eis essen, so auf die Hand. Und die hatten zwar veganes Eis, aber keine vegane Waffel. Und da haben wir so kurz überlegt, so, ach, was soll's, nehmen wir halt diese normale Waffel, ist ja egal. Haben wir aber gesagt, nein, dann keine Waffel, dann gibt's halt einen Becher. Und genauso, wann war das denn jetzt noch? Es gab noch irgendeinen Moment, wo wir dann gesagt haben, nee, dann nicht oder dann anders. Also wir haben tatsächlich knallhart durchgezogen. Also wir haben auch nicht, selbst jetzt mit diesem Kuchen, da sind diese kleinen Rüblis drauf aus Marzipan. Und in meiner Naivität habe ich gedacht, Marzipan, klar, das ist sicherlich vegan, besteht ja eigentlich nur aus Mandel. Habe die gekauft und war noch so froh, weil ich die letzte Packung bekommen habe im Supermarkt. Und habe dann halt nochmal drauf geguckt hinten zu Hause und das ist halt irgendwie in diesem kleinen grünen Tupfen von dem Karottengrün, das ist so ein Zuckerspritzzeug da drauf, auf dem Marzipan. Da drin ist ein bisschen Milcheiweiß. So. Und da sind wir tatsächlich jetzt so knallhart, dass wir das dann auch nicht essen, also diese Rübe nicht essen. Der Kuchen ist ja für morgen für die Familie, also da gibt es genügend Nicht-Veganer, die diese Rübe mitessen können. Aber das, also wir ziehen das echt knallhart durch. Da gibt es kein Ja, ach naja, dann nehmen wir jetzt doch mal eben echte Milch oder also knallhart. Einfach um rauszufinden, was das mit uns macht, also körperlich. Ich denke, was jetzt hier schon definitiv feststeht, abgesehen davon, dass wir das definitiv mit dem Kaffee nicht beibehalten werden, das Vegane, ist, dass wir das sehr viel mehr in unseren Alltag einfließen lassen demnächst. Also es wird hier deutlich weniger Fleisch geben und auch, denke ich, viele rein vegane Gerichte. Also nicht nur so ein bisschen dann, sondern tatsächlich, dass man sagt, okay, ne, wir kochen eigentlich immer vegan, außer eben an den Tagen, wo wir sagen, so, das ist jetzt hier, keine Ahnung, da gibt es halt Lapskaus. Das ist ein klassisches norddeutsches Gericht hier oben. Und das, also ich möchte auch auf keinen Fall anfangen, irgendwelche Gerichte zu faken. Sowas wie vegane Carbonara oder so wird es hier niemals geben. Und es gibt auch keine veganen Großmutter Newmans Big Bear Pfannkuchen. Das ist technisch überhaupt nicht möglich. Also man kann etwas
Ähnliches kochen, aber das darf dann halt nicht so heißen. Das heißt, wenn man Lapskaus macht, dann muss da Corned Beef rein. Das ist einfach so, Punkt. Und das wird es bei uns auch immer noch geben. Also ich denke nicht, dass wir jetzt Vollzeit-Veganer werden in Sachen Ernährung. Aber ich glaube, dass wir tatsächlich, also von was ich, wir kochen momentan immer 6-mal die Woche abends und Mittagessen wird auch 7-mal die Woche frisch zubereitet, also selbst zubereitet. Und ich denke, dass mindestens die Hälfte davon vegan werden könnte in Zukunft. Da bin ich mir eigentlich jetzt schon sicher, obwohl wir hier erst eine Woche haben. Einfach, weil es völlig cool ist, super schmeckt und ja, Spaß macht tatsächlich. Und weil es insgesamt natürlich für alle besser ist. Also ein kleiner Beitrag, wenn auch nicht der volle Beitrag, aber ein kleiner Beitrag zur Verbesserung der Welt. Achso, und ehe jetzt alle in die Kommentare schreiben, auch, aber das mit der Milch, versucht doch mal die und versucht, wir haben tatsächlich, glaube ich, alle im Supermarkt erhältlichen jetzt durch. Also wir haben schon früher verschiedene durchprobiert, die Klassiker, Alpro Soja und keine Ahnung. Und wir haben allein letzte Woche, glaube ich, 8 Marken durchprobiert. Also es gibt keine vegane Milch, weil Milch Milch ist. Milch kann man nicht. Milch ist einfach Milch. Das ist einfach so. Das kann man irgendwie nicht, ich weiß nicht, das selbst wenn man es komplett fälschen könnte, würde ich es nicht trinken und würde Milch wollen. Das ist irgendwie ganz, das ist einfach so drin. Das kriegt man auch nicht raus, wenn man es einfach genießt, wenn kochende Milch zu riechen, zum Beispiel, wenn Großmutter Newman im Garten Milchreis macht oder keine Ahnung. Also das muss einfach Milch sein, Punkt. Das ist so. Aber ich denke, bei mir sind das so im Schnitt etwa 100 Milliliter, vielleicht 200 Milliliter am Tag. Das wäre dann ja das einzigst böse Produkt sozusagen. Also an einem regulären, normalen, ansonsten veganen Tag. So, jetzt versuche ich mal mit meinen frisch lackierten Nägeln zu stricken. Das klappt bestimmt super. Gut so, wenn ich dann nächste Woche die Farbe dann nochmal wieder aufmache, um das hier alles über zu tünchen, dann werde ich die Schrauben auch noch einfärben, dann fallen die nicht so ins Gewicht. Ich finde das richtig gut, also ich kann das jetzt relativ gut so hier auch schön gerade stellen und gerade noch so drunter biegen auch unter dem Monitor, das ist super. Heute machen wir zum Abendessen vegane Burger. Wir haben uns verschiedene Patties gekauft. Also ich will auch demnächst mal welche selbst machen aus schwarzen Bohnen und so. Aber jetzt haben wir uns welche gekauft, ich glaube von Rewe und auch welche aus dem Bio-Supermarkt. Verschiedene, um die mal durchzuprobieren. Und ich habe jetzt gerade schon eine Burger-Käsesoße gemacht. Aus Maisstärke, Hefe, Flocken, Kurkuma, Paprika, alles mögliche, ganz witzig. Und das testen wir dann heute mal durch. Es war gar nicht so einfach, vegane Burgerbrötchen zu finden. Den soll ja keiner hören. Okay. Dann soll man.